Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting für den Intraday-Handel mit Oliver Najar. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLet und freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Bevor ich den Bildschirm an den Oliver übergebe, müssen wir natürlich einmal kurz den Risikohinweis besprechen. Auch dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Gut, dann auch nochmal offiziell guten Morgen, Oliver. Vielen Dank, dass wir das Webinar nachholen können, noch in diesem Jahr. Wenn die Technik nicht mitmacht, dann ist man manchmal machtlos. Trotzdem also vielen Dank und ich übergebe sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Vielen Dank, lieber Nelson. So, ich werde mal den Bildschirm hier auswählen. So, und wir nehmen den und... Ja, ist zu sehen. Ich bin zu sehen, ich bin zu hören? Ja. Sehr schön. Dann auch von mir einen schönen guten Morgen und willkommen zum Webinar, heute Thema Morgenmeeting, Screening-Prozesse für den Intraday-Handel. Ich will direkt loslegen, will es kurz halten. Insgesamt wird das Webinar hier auch kurz sein. Ich werde hier deutlich unter einer Stunde liegen und relativ zügig jetzt von den Folien wegkommen zum aktuellen Markt. Bevor ich aber anfange, und noch das kleine Weihnachtsgeschenk nachreiche durch den Ausfall letzter Woche, möchte ich noch mich für den einen oder anderen vorstellen, damit es auch ein Gesicht zur Stimme gibt. Das da bin ich. Mein Name ist Oliver Najar. Ich bin Vollzeithändler hier aus der schönsten Stadt am Rhein, Düsseldorf, genau. Ich bin diversifikativ markttechnisch orientiert unterwegs, handel grundsätzlich alle Produkte, sprich Aktien, CFDs, viel Futures. Das ist so das Kernding, weil ich sehr viel Zeit habe an den klassischen Terminmärkten und handle auch alle Trendgrößen, habe also eine unterschiedliche Nähe zum Markt. Ich handle Aktien auf Tagesbasis bis hin, wie es hier auch steht, im Intraday-Handel viel mit den klassischen Index-Futures. Was mache ich noch? Ich biete Ausbildungen an, 1:1-Coachings, Online-Seminare, wie auch Präsenzseminare. Letzte Woche hatten wir eins bei den Kollegen von CapTrader. Sehr nett, tolle Atmosphäre. Es ist jetzt auch im März, April das nächste Seminar geplant, steht noch nicht ganz fest. Wer da also Interesse hat, viel tiefer, als man das hier kann, mal abzutauchen und so die Themen ganz richtig auf links aufzuklappen und aus allen Blickwinkeln zu beleuchten. Es hat sich eingeladen. Da gibt es demnächst weitere Infos auch auf meiner Internetseite. Was mache ich noch oder was machen wir noch? Sind jetzt hier mehrere Leute unter dem Label. Ihr werdet jetzt gleich auch sehen, wir haben eine Markttechnik-Software auf ganz hohem Niveau rausgebracht, schon vor längerer Zeit für den Agena-Trader. Wir haben vor circa einem halben, dreiviertel Jahr oder mittlerweile sogar schon im Jahr dieses Add-on auch für den Ninja Trader rausgebracht und da bin ich auch richtig happy drüber, seit kurzem auch für den Stereo Trader, da ist jetzt ein Sternchen, ihr werdet heute den Stereo Trader hier nicht so sehen, dafür wird es gesonderte Webinare geben, gesonderte Live-Trading-Veranstaltungen, da ist einiges in der Pipeline, der Dirk Höger hat da mit dem Stereo Trader was richtig Feines kreiert und das Add-on gibt es, wie gesagt, da oben für den Stereo-Trailer mittlerweile auch. Und da wird noch einiges kommen. Unter anderem haben wir auch seit wenigen Tagen, Wochen den Trading Room endlich etabliert. Das war lange geplant, nun ist er da. Trading Room, was ist das? Was soll das sein? Dort haben Sie die Möglichkeit, uns beim Handeln zuzugucken, viermal die Woche. Insgesamt, also in vier Sitzungen an zwei Tagen, die mehrere Stunden auch gehen, machen wir morgens einen Marktausblick, weisen, ähnlich wie das jetzt gleich hier der Fall sein wird, filtern wir mal die Märkte raus,
machen auf bestimmte Märkte aufmerksam, die mit hoher Wahrscheinlichkeit interessant sein können, werden für den Intraday-Bereich. Und von diesem Morning-Meeting sozusagen, von der Marktvorbereitung, handeln wir dann auch die Märkte dementsprechend und schauen uns dann auch noch mal abends, da gibt es wieder eine Sitzung in diesem Room, die Märkte an, wie sie sich im Nachklang entwickelt haben, wo konnten wir zugreifen, wo konnten wir nicht zugreifen, welche Trades liefen, welche nicht. Also werden nicht nur Plus-Trades gezeigt, zum Trading gehören auch Minus-Trades. Ich denke, da, das dürfte klar sein. Wir lassen da in unseren Handel reinschauen, in unseren Kopf, in unsere Gedanken, in unsere Ideen. Und ist eine ganz interessante Sache. Da geht es auch nicht nur um den Intraday-Handel, da geht es auch um den Handel mit größeren Trendgrößen, also auf Aktien, Tagesbasis. Die Dinger laufen dann auch mal ein bisschen länger. Da bauen wir jetzt auch ein Aktienportfolio auf mit der Zeit, so dass der Zuschauer sozusagen von vornherein mitgenommen wird, wie kommen wir auf die einzelnen Märkte, auf die einzelnen Aktien und wie traden wir diese. Gut, hier sei noch im Nachklang meine E-Mail-Adresse gereicht für den einen oder anderen. Das andere spare ich mir jetzt, weil ich will tatsächlich zügig nach vorne kommen, weil es soll ja eine Marktvorbereitung sein und jetzt hier nicht irgendwie ewig und 3 Tage dauern. Fangen wir an. Wie soll es sein? Wie soll es werden? Generell schauen wir uns, versuche ich jetzt hier mit dem Thema auch, was das Morning Meeting angeht, also dieses, wie picke ich mir die Märkte für den Intraday-Handel raus, mal Einblicke und Grundlagen des Berufshandels aufzeigen, so ein bisschen die Grundidee erläutern. Heute, wie gesagt, mal schauen, wie komme ich zu den Märkten, die ich für den Intraday-Handel für interessant halte? Wie screene ich die? Wie kann mir vielleicht auch der Computer helfen? Und im Anschluss, wenn ich das gefunden habe, was ich gesucht habe, mache ich mir Gedanken über Trading-Taktiken, also die Handelsausrichtung. Und ich habe leider keine Trades jetzt gerade im Hier und Jetzt laufen. Sonst hätte ich die auch gezeigt. Ich will aber relativ, wie gesagt, relativ zügig vorankommen, weil es wahrscheinlich wohl so ein oder zwei interessante Situationen gibt, die würde ich gerne noch mit euch mitnehmen. Logischerweise soll das Ziel von diesem Webinar auch für den einen oder anderen Gedankenanstoß sein für seine eigenen Handelsentscheidungen, zukünftige. Vielleicht nimmt der eine oder andere ja was mit, was hier so ein bisschen interessant ist und kann das für sich selbst verwerten. Sei hier noch hingewiesen auf die Add-on-Sonderaktion. Es gibt jetzt gerade eine FX-Flat Sonderaktion. Es gibt 20% auf das Markttechnik MT-on-Live-Signal Add-on, auch in der Pro-Version, unter dem Link, den ihr dort seht. Ich schicke den gleich auch nochmal hier in den Chat rein. Könnt ihr mal draufschauen, falls euch das interessiert. Da gibt es Möglichkeiten, besonders günstig jetzt an das Add-on zu kommen für den Agena Trader. Genau. Und das ist so ein kleines Gimmick für für letzte Woche. Das wollte ich euch jetzt unter den Tannenbaum legen. Ich lade euch ein, eben weil letzte Woche die Sitzung A ausgefallen ist und B, das jetzt hier auch gezielt nur kurz sein soll, diese Sitzung, heute Abend mal so eine Sitzung im Trading Room mit uns gemeinsam zu erleben. Bedeutet, ihr könnt euch gleich auf meiner Seite im Newsletter eintragen. Tragt auch einfach nur euren Namen ein. Ihr bekommt heute im Laufe des Nachmittags dann einen Zugang zugeschickt, einen Link. Und wir können dann im Grunde genommen Part 2 von jetzt hier mal beleuchten. Wie haben sich die Märkte bewegt? Was ist daraus geworden? Und wo konnten wir vielleicht den einen oder anderen Trade abgreifen? Wie gesagt, letzte Woche ist die Sitzung technischerseits von mir aus, konnte ich die nicht halten. Hier eine kleine Wiedergutmachung für den einen oder anderen, der sich extra Zeit genommen hat und dann da sozusagen umsonst gesessen hat. Heute Abend Trading Room
Abendsitzung seid ihr alle herzlich eingeladen. Bitte geht auf meine Seite. Ich habe sie ja gerade eingeblendet. Ich gehe nochmal einen zurück. Moment. Nee. So, zack. Da markttechniktrading.de. Im Blog, unter Blog, wenn ihr runterscrollt, dann habt ihr da die Möglichkeit, euch in den Newsletter einzutragen. Heute Nachmittag bekommt ihr dann, beziehungsweise am frühen Abend, bekommt ihr dann einen Link zugesandt und dann könnt ihr euch dazu gesellen. Gut, fangen wir an. Ihr könnt zum Schluss, wie gesagt, ich versuche es jetzt nicht zu schnell zu gestalten, aber ihr könnt natürlich auch zum Schluss noch die ein oder andere Frage stellen. Ich gucke auch zwischendurch immer hier in den Chat rein. Falls es irgendwie eine Frage gibt, die aktuell gerade passt, die situativ passt, baue ich die mit ein. Ansonsten gucke ich gleich nochmal zum Schluss drauf. Gut. Diese Webinarreihe, die ja schon einige Wochen und Monate läuft, heute Teil 4. Das ist eine Folie aus einer ehemaligen Sitzung. Die wollte ich jetzt nochmal hochholen, um euch hier sozusagen auf Betriebstemperatur zu bringen. Das soll so eine Art Warm-up jetzt sein, so dass wir hier auch alle über dasselbe reden. Der eine oder andere hat die ersten Webinare vielleicht nicht gesehen, dem sei nochmal angeraten. Ich kann jetzt hier nicht eine Komplettwiederholung machen, sich vielleicht die ein oder anderen Webinare der letzten Wochen nochmal anzuschauen. Da wird alles nochmal im Detail konkret, was jetzt hier vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle erwähnt wird, erläutert. Hier aber nochmal zur Erinnerung, was wollen wir eigentlich in unserem Handel erreichen? Grundsätzlich, wir wollen einen ruhigen, recht souveränen und sehr fokussierten Handel etablieren. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Der professionelle Handel will Zeit nutzen. Wir möchten einen gezielten und klaren Ablauf vor den Monitoren haben, als auch im konkreten Trading haben. Das bedeutet, dass ich, sobald der Trade sich ergibt, nicht überrascht bin wie der junge Hase und weiß nicht, was ich zu tun habe. Nein, da folgt dann eine recht konkret, also ein konkreter Ablauf, ein sehr fokussierter Ablauf. Das bedeutet, wir haben saubere Strukturen in unserem Tun und Machen und wollen nicht vor dem Monitor, ja, ich möchte sagen, so ein wahlloses Rumgeklicke in den Märkten haben und so ein bisschen knabbern hier und knabbern da und so, dass man eventuell nicht an der einen oder anderen Stelle richtig dabei ist und vielleicht sogar nur zuschaut. Kleinen Augenblick, jetzt muss ich hier mal ganz kurz eine Order ändern, weil es wird eventuell gleich zu einem Trade kommen. Müssen wir gleich mal schauen. Ich beobachte das jetzt hier. So, weil das ist nämlich etwas, was ich euch eventuell gleich noch zeigen möchte. So, das bedeutet, wir möchten in unserem Handel eine Struktur haben. Wir möchten Bewegung einfangen und nicht nur zuschauen. Wir möchten uns eben nicht wahllos zerstreuen. Wir müssen also unseren Fokus auf Märkte legen, die Potenzial beinhalten und vorbereitet sein. Potenzial, was war das nochmal? Wir haben darüber in den letzten Sitzungen gesprochen, was Situationen, Trades, Märkte mit Potenzial bedeuten. Wie sah das aus? Was war nochmal ein Markt mit Potenzial? Und vor allem, was war nochmal ein valides Setup? Hier nochmal zur Erinnerung, kurzes Warm-up. Ein Setup ist aus markttechnischer Sicht eine übergeordnete Trendgröße, die in der Korrektur steht. Seht ihr meine Maus jetzt gerade? Einmal ganz kurz mit dem Feedback. Seht ihr die, wie ich die so kreise? Ja, sieht man. Ja, wunderbar. Also eine übergeordnete Trendgröße, die in der Korrektur steht. Und dann möchte ich gerne eine untergeordnete Trendgröße, die wieder anfängt zu tendieren. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, den Markt dann zu frequentieren, also für den Einstieg zu machen. Das lasse ich jetzt hier auch mal gezielt weg. Wichtig war bei dieser Folie, dass wir
verstehen uns eben als Händler, gerade als Anfänger, sich nicht nur auf diese Signalebene, sprich diesem weißen Trend, dieser Signallage, der Ebene, wo ich konkret drauf handle, zu fokussieren, sondern das Ganze in den Kontext einer übergeordneten Trendgröße setze. Jetzt hier schematisch dargestellt, diesem grünen Trend, die mir die Frage nach Sinnhaftigkeit beantworten soll. Das Signal an sich, wie es ja auch hier steht, ist schön und gut. Wenn das, wie gesagt, nicht in diesem Kontext steht, dann ist es schlichtweg wertlos. Das ist jetzt hier eine Folie. An Folien verdienen wir kein Geld. Deshalb mal ein Beispiel, beziehungsweise zuerst die Frage aufgewiesen, wie sieht das Ganze konkret an einem Live-Markt aus? Wie sieht so ein valides Setup aus? Valider Setup, schaut mal hier, ich habe jetzt hier mal einen Wert rausgesucht, gezielt ohne eine Angabe einer Zeiteinheit, gezielt ohne einer Preisleiter, also das, was nominal möglich ist, rechts, sondern nur rein den Markt und dessen Verlauf. Das könnte jetzt ein 10-Minuten-Stunden-Chart oder sonst whatever was sein. So betrachten wir ja die Märkte generell recht nackig. Und wie sieht der professionelle Händler den Markt? Der ist also in der Lage, eben jene untergeordnete Zeiteinheit zu erkennen, wie eben Trends und deren Verlauf sich halt ergeben, wo sie halt gerade rauf oder runter oder wieder rauf gehen. Gleichzeitig ist der Händler auch in der Lage, nicht nur seine Signallage, also sich selbst auf dieser Zeiteinheit zu betrachten, sondern erkennt auch noch die direkt übergeordnete Trendgröße. Er ändert also nichts irgendwo oben links an irgendeinem Zeitfenster, sprich also er klappt jetzt hier nicht irgendein Menüpunkt auf und sagt, ich möchte jetzt noch den übergeordneten zeitlichen Verlauf sehen, sondern er erkennt, ich mache es nochmal, aus einem reinen Chart heraus, das ist eine Übungsfrage, das geht nicht von heute auf gleich, aber das kann man sicherlich lernen, das ist jetzt auch nicht die oberintellektuelle Herausforderung. Er erkennt also sich selbst, wie er dementsprechend auf dieser Trendgröße, Schrägstrich Zeiteinheit verläuft, als auch die direkt übergeordnete Trendgröße. Und um die Frage zu beantworten, wie sieht das konkret jetzt aus, erinnert euch noch, ich gehe jetzt nochmal zwei, drei Folien zurück, schaut mal, übergeordnete Trendgröße in der Korrektur und jetzt soll das Ding hier untergeordnet anfangen zu tendieren. Jetzt gehe ich wieder nach vorne, schaut mal, hier ist so ein hochvalides Setup aus dem Blickwinkel der Markttechnik. Das ist etwas, was, ich sage jetzt mal, das Händlers Herz nach oben schlagen lässt. Wir haben also eine übergeordnete Trendgröße, die relativ tief, jetzt muss ich kurz einen Trade eröffnen, einen Augenblick bitte. Boom, haben wir das auch schon erledigt. Die relativ tief korrigiert, sie steht also tief in der Korrektur. Das ist erstmal das, was wir grundsätzlich wollen. Das ist das Maß der Dinge. Und jetzt haben wir eine untergeordnete Trendgröße, die ebenfalls tendiert, sogar auch teilweise sehr tief nochmal für sich selbst korrigiert. Das ist also die Korrektur in einer Korrektur. Hochvalides, sehr interessantes Setup. Und genau das will der Händler halt abgreifen. Und das eben nicht nur einmal, sondern der Markt, oder beziehungsweise der Händler ist daran interessiert, immer wieder eine Art Duplizierbarkeit in seinem Handel herzustellen. Er möchte also immer wieder dasselbe machen in denselben Situationen. Er ist also mit seinem Augenmerk darauf, oder er ist mit seinen Augen darauf geschult, Märkte, was die Großwetterlage, diese übergeordnete Trendgröße angeht, die in der Korrektur steht, abzugreifen und möchte sozusagen untergeordnet jetzt dieses Tendieren wieder sehen. Und schaut mal, die Augen bitte jetzt auf das rechte Szenario. Da gehen wir noch einen weiter. Zack. Da entsteht diese Duplizierbarkeit, die ich angesprochen habe. Das heißt also, der Markt befindet sich erneut wieder in einer Korrektur und der Markt fängt untergeordnet wieder an zu tendieren.
Im ersten Beispiel wäre sozusagen der Einstieg. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man in so einen Trade reinkommt, gegeben. Marktverlauf würde dann jetzt so sein, dass der Händler hier an bzw. leicht über seinem P2 den Markt auch irgendwann verlassen würde. Er hätte sich also den Großteil dieses Stücks in dem Fall rausgeschnitten, solange das dementsprechend auch läuft, dieser Bewegungsarm. Und nun ist der Markt wieder in einer Korrektur und fängt wieder untergeordnet an zu tendieren. Und jetzt könnt ihr mal unten rechts hinschauen. Das ist genau eben so ein Marktphasenindikator, der uns eben genau das anzeigt, was wir hier oben auch optisch sehen. Der visualisiert das Ganze nochmal, indem wird uns angezeigt, dass wir eine übergeordnete Trendgröße haben, die in einer hochinteressanten Phase steht. Zu der Phase komm ich gleich nochmal. Also generell haben wir einen Aufwärtstrend, das wird hier auch nochmal bildlich angezeigt, welcher in der Korrektur steht. Aktuell tut er das ja. Und untergeordnet, auch hochinteressant, bildet sich jetzt hier wieder ein Trend, der ebenfalls in der Korrektur steht und jetzt hier in der aktuell letzten Kerze wieder anfängt, nach oben zu laufen. Mit anderen Worten, wenn ich Duplizierbarkeit abgreifen möchte und immer wieder dieselben Situationen suchen möchte, dann wäre ich ja so gesehen dazu gezwungen, jetzt relativ schnell die Märkte, die ich handeln möchte, immer wieder nach diesem validen Setup, nach diesem Setup zu durchsuchen. Und das würde bedeuten, gehen wir mal davon aus, ich möchte Aktien handeln. Ich müsste mir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, den S&P ranziehen und müsste ja jetzt, um diese Setups zu finden, den kompletten S&P, also nehmen wir mal an, 500 Werte im S&P 500, durchblättern und müsste mich auf die Suche nach diesen Setups machen. Wie gestaltet sich also so ein Screening-Prozess im professionellen Handel? Muss ich die mit dem Auge bzw. mit der Hand manuell absuchen? Logischerweise nicht. Warum? Weil Zeit ist Geld, wie immer im Leben. Und gerade wenn man sich jetzt vorstellt, man ist in irgendeinem Handelsdesk oder Handelsbüro oder sowas, da ist es sicherlich nicht so, dass die Leute, wo sie auch eine gewisse Bringschuld haben, die finanzieren ihre eigenen Stellen, die Leute teilweise. Die haben keine Zeit, jetzt da irgendwie den S&P oder sonstige Märkte händisch zu durchsuchen. Das kann man mal machen, irgendwie, wenn es gar nicht anders geht. Aber logischerweise nutzen die Technik, den Computer dazu. Wie sieht das Ganze aus? Wie kann mich der Computer unterstützen, um eben diese Duplizierbarkeit, diese ständige Wiederholung von hochvaliden Setups mir als Händler anzuzeigen? Weil an nichts anderem bin ich interessiert. Hier nochmal der Hinweis: guckt euch bitte die alten Webinare an. Da sind wir sehr intensiv auf Verortungen eingegangen. Ich möchte also immer wieder nur dasselbe Bild sehen. Und der professionelle Handel zieht natürlich logischerweise Screener bzw. Scanner heran, um sich letztendlich nur noch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja? Der Händler hat eine gewisse Ansprüchlichkeit. Ich möchte sagen, schon fast eine gesunde Impertinenz dem Chart gegenüber. Was ist damit gemeint? Man will sich gar nicht im Suchen an irgendwelchen minderwertigen Setups irgendwie aufhalten, weder zeitlich noch trading-technisch, und erst recht noch kein Geld, also monetären Aufwand betreiben, weil man irgendwie beim Suchen irgendwelche minderwertigen Setups sich rausgepickt hat. Man versucht sozusagen mit so einem Scanner oder mit so einem Screener sich direkt diese, naja, ich möchte sagen, hochwertigen Verortungen anzeigen zu lassen. Dazu muss man ein Stück weit Verständnis logischerweise für diesen markttechnisch orientierten Handel mitbringen und auch für
Marktphasen, ihr seht oben mal, das ist vom Kollegen Michael hier so ein Schema, das ist ganz gut gemacht. Es gibt den Markt, der steht in so einer generellen ständigen Veränderung und Märkte werden in Marktphasen eingeteilt. Und die für uns höchst interessante Phase, die eine sehr hohe Wertigkeit beinhaltet, ist immer sozusagen die Marktphase 5. Warum? Weil dies ein Markt ist, der im Gegensatz zu seinen Vorläufern hier jetzt definitiv nicht nur einen Trend aufweist ab hier, sondern der Markt steht tief in der Korrektur und fängt jetzt wieder an runterzulaufen. Ich gehe jetzt nochmal gezielt ein paar Folien zurück. Das ist zwar ein Beispiel auf der Long-Seite. Da ist es. Ihr erinnert euch, wir wollen einen Markt haben, der in der Korrektur steht und jetzt soll es untergeordnet halt diesen untergeordneten Trend, diese Tendenz geben. Und wenn der Markt sozusagen jetzt hier stehen würde, dann würde ja auch der grüne Verlauf dementsprechend, es geht ja nicht anders, hier stehen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu der Folie, wo wir gerade waren. Das bedeutet also, der Markt steht in einer Korrektur, was die 5 angeht, und jetzt fängt er hier diese letzte Bewegung aufgeklappt. Da muss ja untergeordnet etwas passiert sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ein untergeordneter Trend. Und diese Marktphase 5 ist halt das Maß der Dinge, worum es geht. Und was ihr hier seht in diesem Scanner, ist die Möglichkeit, sich eben verschiedenste Märkte, ohne direkt in die Märkte reinzuschauen, visuell darstellen zu lassen. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Als allererstes muss ich als Händler logischerweise, weil mir ja bewusst ist, dass es verschiedene Trendgrößen gibt, aus der Markttechnik sprechen wir so von 4, manchmal auch 5 Trendgrößen, die miteinander fachlich kombiniert und hergeleitet werden müssen. Diese verschiedenen Trendgrößen an sich erstmal muss man lesen, verstehen können. Und ich muss ja im Hinterkopf haben, dass diese Charts, diese Trends, die sind ja nicht in Stein gemeißelt, sondern die unterliegen ja einer ständigen Veränderung. Die bleiben ja nicht stehen, vielleicht bei irgendwie Overnight, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Im Kern dürfte es klar sein. Die werden halt gehandelt. Und ich muss halt in der Lage sein, die Kombination, so wie ich es gerade hier in diesem Schema gezeigt habe, Großwetterlagen, Korrektur, untergeordnete Trends, dementsprechend dann abzugreifen, wenn es soweit ist. Ich als Händler habe einfach nur die Aufgabe, die Frage zu beantworten, welche zeitliche Nähe zum Markt habe ich? Was ist damit gemeint? Es gibt halt Leute, die haben wenig Zeit, die sind halt direkt auf so einem Tageschart unterwegs. Es gibt Leute, die sagen, nee, 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 ich möchte gerne den Tageschart als meine übergeordnete Trendgröße nehmen und die untergeordnete Trendgröße, in dem Fall jetzt hier diese 60 Minuten oder auch mittlere Trendgröße als Signallage oder aber ich nehme das hier als übergeordnete Trendgröße und so weiter und so fort. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist die Frage, die muss der Händler für sich beantworten. Die kann man nur individuell beantworten, welche Trendgröße ist die meinige und welche kann ich handeln und welche erachte ich als wichtig und richtig. Das heißt also nochmal, wenn ich jetzt diese Screening-Prozesse so integrieren möchte, dass ich relativ schnell so Verortungen abfassen kann, die hochvalide sind, die sinnhaft sind, muss ich dieses Verständnis um diese Marktphase mitbringen. Und diese Marktphase jetzt in diesem Fall, das könnte jetzt, weiß ich nicht, hier der Stundenchart sein, dann würde ich hier untergeordnet dementsprechend halt in die untergeordnete Trendgröße gehen. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. So ein Scanner zeigt mir also an, relativ schön, relativ sauber, in welcher Marktphase generell befinde ich mich? Als ich diesen Screenshot hier aufgenommen habe,
hat sich der ZB, das ist eine amerikanische Anleihe, soll jetzt aber gar nicht so die Rolle spielen, in dieser Marktphase 5 befunden. Das heißt also generell, ihr seht hier, hatten wir eine tendierende übergeordnete Trendgröße. Ich bin jetzt hier im Intraday-Reiter, das heißt also die kleinste Trendgröße, sprich der Tick- bzw. Minutenchart, in Kombination mit dem übergeordneten Trend, in dem Fall dann den kleinen 10-Minuten-Chart, hat der Scanner mir angezeigt, dass wir einen Aufwärtstrend haben auf der Großwetterlage, sprich die 10-Minuten-Nummer war interessant, plus der untergeordnete Trend hatte ebenfalls einen Aufwärtstrend. Das muss also wie ausgesehen haben. Jetzt gehe ich noch mal ein, zwei Folien zurück. Genauso. Sprich, das wäre jetzt hier die 10-Minuten-Nummer gewesen und das hier ist die untergeordnete Nummer gewesen von der Minute. Jetzt gehe ich wieder zurück zum Scanner. Das bedeutet also, ich kann mir auf einem gut programmierten Scanner genau die Verortung anzeigen lassen, dass ich eben immer nur diese hochvaliden Trauben mir rauspicke, die sehr süßen Trauben, und alles andere wird mir gar nicht mehr sozusagen präsentiert. Ich gehe einen Schritt weiter. Würde jetzt die Marktphase 5 zum Beispiel der 60-Minuten-Chart sein, dann müsste ich jetzt hier im Scanner die dementsprechende Zeiteinheit, Trendgröße raussuchen, die ich für richtig und wichtig erachte. Es würde nicht ganz anders aussehen. Es wird ähnlich von der Optik aussehen wie hier. Und bin dann in der Lage, von diesem Scanner aus in den Markt zu gucken, ohne den eigentlichen Chart zu öffnen. Wäre jetzt zum Beispiel dies hier die 60-Minuten-Nummer, dann wäre die Signallage der 10-Minuten-Trend, so wie es jetzt hier steht. Und ich bin noch in der Lage, auch das kann der professionelle Handel, noch einen Schritt weiter zu gehen, indem ich sage, okay, wie sieht denn der untergeordnete Trend aus? Haben wir hier ein Premium-Signal? Sprich, haben wir einen relativ frisch laufenden untergeordneten Trend oder haben wir hier ein sekundäres Signal, was halt schon etwas, also ein untergeordneter Trend, der halt schon ein bisschen länger läuft, aber immer noch hochvalide ist. Mit anderen Worten, ich möchte gerne immer wieder genau auf diese Situation hingewiesen werden, wo ich weiß, okay, ich habe eine übergeordnete Trendgröße. Hier spielt jetzt bei dem Beispiel, ich sage das vorweg, es gab den einen oder anderen, der hat mich da angeschrieben, ja, das ist fachlich unscharf jetzt betrachtet, das ist aber ein anderer Themenbereich, den können wir jetzt hier auch nicht aufklappen. Ich möchte halt hier untergeordnet, wenn Großwetterlagen in der Korrektur sind, genau auf diese Situation hingewiesen werden. Schaut mal hier. Und das Ganze würde dann im konkreten Handel wie aussehen. Der Scanner schlägt an, ich mache den Trade auf, gucke natürlich noch, gibt weitere Kriterien, die ich als Händler abchecken muss. Und wenn diese Kriterien auch ebenfalls erfüllt sind, dann kann man dementsprechend den Trade eröffnen und das Ganze würde dann konkret wie aussehen. Auch hier mal so ein Beispiel, ich habe mal so eine Situation rausgesucht. Wir sehen den Markt nackt, so wie gerade zu Beginn. Der Markt weist einen untergeordneten Trend auf. Er macht also hier jetzt ein Signal. Der Markt wurde mir vom Scanner sozusagen rausgeworfen. Ich habe jetzt hier reingeguckt und habe gesagt, okay, pass auf, da ist ein Signal. Ich sehe also nicht nur die Signallage, sondern auch direkt die übergeordnete Trendgröße. Schaut mal. Und jetzt fängt der Markt hier dementsprechend an zu tendieren. Thema Einstiege lasse ich jetzt hier auch mal gezielt weg. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man in so einen Markt reinkommt. Es gibt verschiedene Formen der Stop-Logiken auch. Das war jetzt hier der Bewegungshandel. Nee, Quatsch, das war jetzt hier der Trendhandel, der untergeordnete. Wie auch immer, Fakt ist, das soll im Kern im Grunde genommen so ein Stück weit aufzeigen, wie man charmant an und relativ zügig, sehr forciert
an diese hochwertigen Situationen kommt, wo man letztendlich als Händler nur noch entscheiden möchte, okay, will ich den Trade, kann ich den betreuen? Wie gesagt, das ist eine Nummer, die muss man im Vorfeld abklären. Thema Zeitmanagement, Thema Wiedereinstieg, da kommen jetzt ganz viele Dinge, die können wir jetzt hier auch, wie gesagt, nicht abfrühstücken. Und wenn die abgeklärt sind und die Kriterien generell stimmen, kann man schauen, ob man den duplizierbaren Handel eben dahingehend nutzt, dass man sich diese Verortung dann von einem Scanner raussuchen lässt. Mit anderen Worten, wir brauchen zwingend Struktur. Wir benötigen im Börsenhandel eine systematische Herangehensweise, sprich also einmal eine Art Abteilung, Thema Arbeitsstil, Abklären von News. Wir brauchen den Blick nach hinten, den Blick nach vorne, stehen irgendwelche Termine an, dann holt man sich im Rahmen des Arbeitsstils so eine Übersicht, sprich das Screening an sich rein. Das machen wir jetzt gleich mal zusammen, gucken nach bestimmten Punkten, wo wird es interessant, wo kann es interessant werden. Und dann macht man eben so eine Top-Down-Analyse dieser einzelnen Trendgrößen. Man hat sich ja als Händler im Vorfeld schon logischerweise, ich wiederhole es nochmal, eine Trendgröße rausgesucht, die man betreuen kann. Setzt sich eventuell auch Alarme und dann ist man da schon mal ganz gut aufgestellt. Und dann im Nachklang, und das ist ganz wichtig, geht es erst um das Thema Handelsstil, also mit welcher Handelsausrichtung, mit welcher Taktik handle ich den Markt, Trends, Bewegungs-, Ausbruchshandel etc., welche Stop-Logik, verschiedene sehr clevere Einstiegs- und Stop-Logiken, die man wählen kann. Und wie ich immer sage, das macht einen guten Händler aus. Er kann eben beide Themen miteinander kombinieren. So, jetzt bin ich hoffentlich nicht zu sehr gerannt, Leute. Ich würde gern jetzt hier zum Live-Markt wechseln. Wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Ich mache mal hier die Präsentation aus. Ich wollte mit euch mal das jetzt so machen, wie ich es auch in der letzten Folie beschrieben habe. Ich lasse jetzt mal den Blick zurück und den Blick nach vorn weg. Das habe ich schon gemacht. Es gab über Nacht keine großartigen, interessanten News, die den Markt in irgendeiner Form bewegt haben. Was die Termine angeht. Wir haben heute um 14.30 Uhr eine News, auch die habe ich schon vermerkt, die so ein bisschen, ja, ich würde jetzt auch nicht also ein Mega-Event werden, aber da wird der Markt sicherlich auch drauf gucken. Die kann für Volatilität sorgen. Das habe ich schon abgeklärt, das habe ich schon abgespeichert. Deshalb überspringe ich jetzt mal dieses hier an dem Thema. Was interessant ist, sind jetzt hier die Märkte an sich. Wenn ich morgens aufwache, dann gucke ich genau hier rein. Und jetzt werdet ihr auch merken, warum ich jetzt so ein bisschen zügiger gemacht habe. Weil während wir natürlich gesprochen haben, haben sich die Märkte in der Zwischenzeit an der einen oder anderen Stelle entwickelt. Und ich bin immer eben Freund davon, nicht im Nachklang von der Hohen Kanzel zu sprechen. Da hätte man, da könnte man, sondern bevor die Dinge passieren. Und deshalb habe ich jetzt ein bisschen Gas gegeben. Fangen wir an. Was mache ich morgens, wenn ich hier sitze? Ihr seid jetzt hier gerade, ich sitze vor mehreren Monitoren, ihr seid jetzt hier auf so einer Art Übersichtsmonitor. Was seht ihr? Ihr seht jetzt hier eine Auswahl von 10, 12, 15 Märkten. Die sind auch nicht in Stein gemeißelt. Was meine ich damit? Also sind die Klassiker dabei, die bleiben logischerweise da drauf. Aber es kann mal sein, dass irgendwie, keine Ahnung, HG rausfällt und dann kommt da, was weiß ich, irgendein anderer Markt rein. Es gibt für den Intraday-Handel auch nicht, wie soll man sagen, eine wahllose Anzahl an Märkten, die man handeln kann. Das hat was mit Liquidität zu tun. Da bitte Stichpunkt, alte Webinare bitte anschauen, auch das war Thema gewesen. Sondern es ist immer so eine Art gleichbleibender, so ein gleichbleibender, eine gleichbleibende Anzahl von Märkten, die wechseln halt nur minimal. So, diese Märkte, die ziehe ich mir morgens rein. Und was mache ich da? Ich vergebe so ein Stück weit, naja, Wertigkeiten, so lassen wir es so stehen, Wertigkeiten. Und zwar schaue ich mir die Märkte an und möchte logischerweise grundsätzlich Märkte haben, die so ein Stück weit korrigiert haben. Und was seht ihr jetzt hier? Der ein oder andere, der schon etwas länger dabei ist,
Wer sieht es, schaut mal. Ich mache jetzt mal hier die Nasdaq, stellvertretend für die US-amerikanischen Indizes. Groß, der Nasdaq-Index oder die Nasdaq insgesamt ist massiv gelaufen. Und umso lauter die Crash-Propheten schrien, umso höher lief der Markt. Wir haben einen blitzblanken, sauberen Aufwärtstrend auf Tagesbasis, der an Ästhetik nicht mehr zu überbieten ist. Das sind sehr schön verlaufende Märkte. Hier ebenfalls mal eine sehr schöne Phase gehabt. Der Markt steht, hat vor kurzem tief korrigiert. Da wurden die Crash-Propheten wieder sehr laut. Die wurden ganz schnell wieder leise, nachdem der Markt sich wieder in einem Trend gefunden hat. Und irgendwann werden auch die recht haben. Aber solange eben der Markt nicht runterkommt, sondern immer nur ordinäre, völlig intakte Korrekturen, wichtige Korrekturen hinlegt, sind wir hier weiter auf der Long-Seite unterwegs, ohne Diskussion. Wer sich gegen so einen Markt stellt, generell wird aus meiner Sicht gegrillt und getoastet und das macht halt einfach keinen Sinn. Man sieht es auch, der Markt läuft sehr schön, hier auch wieder in Trends, Bewegung, Korrektur, auf neue Hochs zu. All-Time-Highs sind alle rausgenommen worden. Was tut der Markt jetzt allerdings, beziehungsweise wie steht der Markt? Und das ist interessant für den Händler. Er steht in der, guckt euch bitte die alten Seminare beziehungsweise Webinare an, steht relativ weit in der Bewegung. Wir sind jetzt hier in den letzten 3, 4, 5 Tagen ordentlich gelaufen und ich spreche hier diese Nummer und nach wie vor tendiert der Markt nach oben. Es steht zwar hier mal eine kleinere, aus meiner Sicht wohltuende Korrektur an. Die kann kommen, die muss aber nicht kommen. Das heißt also, der Markt kann sich jetzt hier noch ein bisschen weiter strecken. Weil eins ist klar, die Korrektur wird kommen. Korrektur, kein Crash, das ist mir ganz wichtig. Und diese Korrektur würde dann für mich bedeuten, dass ich, wenn sie jetzt käme, erstmal an der Seitenlinie stehen bleiben würde. Und wenn der Markt sich wieder in diesem Bewegungsarm hier befinden würde, so wie hier, dann würde man untergeordnet aktiv werden. Sprich, im Hier und Jetzt steht die Nasdaq in einem Aufwärtstrend auf Tagesbasis in der Bewegung. Würde man mich jetzt zu einem Trade auffordern, würde ich untergeordnet maximal auf der Long-Seite unterwegs sein, aber auch nur mit einem Grummeln im Bauch, weil ich habe es gerade gesagt, eigentlich steht ja hier die Nummer an. Ja, wie gesagt, also untergeordnet auf der Long-Seite. Ich mache den mal zu, stellvertretend für den Nasdaq. Schaut mal, Dow Jones ebenfalls Aufwärtstrends, nicht ganz so dynamisch gelaufen. Scheinbar, das muss ich korrigieren, der Markt hat natürlich jetzt hier auch einige 400-500 Punkte hingelegt. Das sieht jetzt nicht so gewaltig aus, aber das sind schon einige Punkte, die der Markt gemacht hat. Auch hier in der Bewegung. Es könnte hier auch mal gut sein, dass der Markt hier auch mal rein droppt, eine Korrektur macht, vielleicht 1, 2 Tage. Da würde ich anfangen, mir die Hände zu reiben. Solange diese Korrektur aber nicht kommt, genauso wie der Nasdaq, würde ich diesen Markt untergeordnet, wenn es sich ergibt, auf der Long-Seite handeln. S&P, gleiches Bild, schaut es euch an. Aufwärtstrend par excellence. Auch hier alles, was untergeordnet auf der Long-Seite ist, handeln. Großwetterlagen, Signallagen technisch, wenn sich dort was auf einer Zeiteinheit/Trendgröße ergibt, die du als Händler betreuen kannst, dann ja. Auch sehr interessant. Und schaut mal hier, RTY, das ist der Russell 2000. Auch nochmal kurz hingewiesen drauf. Das ist ein Markt, der so ein Stück weit, das sage ich ganz vorsichtig, so eine Art Seismograph auch darstellt. Das ist ein sehr großer, breiter amerikanischer Index. Der ist nicht ganz so fame wie Nasdaq und Co., aber auch sehr interessant. Warum? Weil, schaut mal, dieser Markt läuft seit ewig und 3 Tagen in einem absolut intakten, stabilen Aufwärtstrend. Da gab es mal einen Anlutscher und das Ding geht hier flotti Karotti weiter, tiefe Korrektur, das Ding läuft wie geschnitten Brot, während in den größeren, also in den bekannteren Indexen vielleicht mal so eine Art Trendbruch für den Augenblick sich ergeben hat. Schaut mal hier.
Da hat der RTY letztendlich nur eine Korrektur draus gemacht. Da kann man auch mal zumindest mal ein Auge drauf werfen. Sehr interessanter Markt. Da, auch Intraday ergeben sich da an bestimmten Stellen sehr interessante Sweet Points, so nenne ich das. Ist ein sehr schneller Markt, muss man ein bisschen aufpassen. Der hatte früher eine Tick-Size von $10. Die haben das in den letzten Jahren geändert. Vor 2 Jahren oder vor einem Jahr runter auf $5. Nichtsdestotrotz, der Markt kann relativ schnell werden, hat einen ähnlichen Charakter wie Gold. Kommen wir direkt zu Gold. Was haben wir hier in Gold? Wir haben einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis. Schaut mal, ich halte euch das nur mal hier so an die Seite rein. Alles andere ist auch gar nicht so. Hopp. So, schaut mal, wir haben einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis. Lasst das mal eben hier so aufleuchten. Seht ihr das? Sprich also, die Nummer hier geht gerade sehr sauber hoch. Hier war ich auch. Also hier hatte ich auch einen Trade auf Tagesbasis laufen, bin aber relativ früh jetzt hier rausgegangen. Ich zeige euch gleich mal den Trade, den ich da hatte. Generell, was sehe ich hier zu Gold? Grundsätzlich haben wir hier eine Aufwärtstendenz. Wir sind jetzt hier in den letzten 2, 3 Monaten korrektiv runtergekommen. Nicht so eine schöne Phase. Es gibt Märkte, die haben schöne Phasen. Es gibt Märkte, die haben unschöne Phasen. Ich muss als Händler in der Lage sein, logischerweise mich nur auf die schönen Dinge zu konzentrieren. Und wenn der Markt hier jetzt wieder anfängt zu tendieren, das dann in das Gesamtszenario passt, und das könnte hier sehr gut reinpassen, dann, und ich sehe auch Gold tendenziell höher, dann kann das hier relativ schöner Bewegungsarm werden, den man vielleicht auch untergeordnet nutzen kann. Ich habe jetzt hier, ich habe es ja gerade schon gesagt, einen Trade eröffnet. Zu dem komme ich jetzt gleich. Warum, wieso, weshalb? Ich lasse den gleich, komme ich jetzt gleich zu, wie gesagt, nicht nur quatschen, sondern auch handeln. Also untergeordnet, das Ding hier auf der Long-Seite sehr interessant. Ich hatte hier vorgestern schon eine Position aufgebaut, als ich gesehen habe, dass der Markt relativ massiv hier eine Umkehr hinlegt. Gestern war der Markt ein bisschen weak, der blieb inside. Deshalb bin ich da relativ hart mit dem Stop rangegangen. Bin heute dann auch ausgestoppt worden. Ja, ist so. Da war ich dann zu eng. Dafür habe ich jetzt gerade bei dem Thema Wiedereinstieg jetzt wieder eine Position eröffnet. Die gucken wir uns gleich an, weil ich, wie gesagt, denke, dass der Markt jetzt hier gleich sukzessiv noch ein Stück weit höher läuft. Gold also untergeordnet auf der Long-Seite. Und noch Öl, ein Markt, den ich generell sehr viel handle. Es sei jetzt hier vorweggeschickt, ich mache jetzt Öl nochmal bewusst kleiner, ganz kurz. Ich gucke ja jeden Tag hier rein. Und logischerweise, das mache ich jetzt mit euch im Detail, und mache hier sozusagen die Gedanken auf und das Reading. Das ändert sich ja hier nicht jeden Tag so schnell. Ja? Ein Tag, eine Kerze. Das heißt also, wenn man hier eine Zeit lang reinguckt, dann hat man ja auch die Verläufe grundsätzlich so ein Stück weit auch logischerweise dann im Hinterkopf. Ja, wenn man mir sagt, irgendwie haben wir die Nasdaq, dann habe ich sozusagen schon im Kopf, wie Nasdaq eben dementsprechend aussieht. Diese Trendgrößen laufen auch anders, länger, stabiler etc. Wie gesagt, alte Webinare bitte mal anschauen, da ist das auch ein Thema gewesen. Ganz interessant. Ich gehe jetzt nochmal rauf auf Ölmarkt, wie gesagt, den ich relativ viel handle, der sich aber in der letzten Zeit aus meiner Sicht zumindest eher weniger schön präsentiert. Wir haben hier einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis, der zügig gebrochen wird, schnell wieder intakt ist, doch wieder kaputt geht und dann doch wieder intakt ist. Es ist also ein ständiges Kommen und Gehen. Es gibt Tage, da ist der Markt relativ schnell, sehr hoch volatil. Er macht also nominal auch einige Punkte und dann gibt es Tage, da ist es zäh, wirklich zäh. Ein Schritt vorne und ein zurück. Jetzt gerade, ihr seht es schon, Aufwärtstrend auch hier, der so ein bisschen in der Bewegung steht. Dieser Markt bietet sich an, auf der Long-Seite gehandelt zu werden. Der Markt, der wurde heute Morgen auch schon vom Roman im Trading Room einmal getradet. Ich glaube, der ist einmal da ausgestoppt worden. Da hat er
War ja sehr eng mit dem Stop auch. Ist okay. Mal sehen, was der so in der Zwischenzeit da gemacht hat. Nichtsdestotrotz, das Ding hier untergeordnet auch interessant auf der Long-Seite. Auch, und auch das erwähne ich des Öfteren, wenn ich generell das innere Bedürfnis habe, Öl tiefer stehen zu sehen, orte ich mich natürlich den Gegebenheiten am Markt unter. Ja? Also ich lebe jetzt hier nicht mein Short Bias oder was weiß ich aus, sondern stelle jetzt sozusagen meine Gedanken beiseite und ordne mich den Gegebenheiten unter. Und die fachlichen Gegebenheiten sind hier wie, wir haben Aufwärtstrend und das bedeutet, ich stelle mich nicht dagegen. Und zu guter Letzt, und dann sind wir trotzdem auch noch bei irgendwie 45 Minuten oder sowas, also schon bei 50 Minuten, ich habe es wirklich versucht, kürzer zu halten, aber manchmal geht es halt nicht. Des deutschen Trading-Vehikel, der DAX. Auch hier der Markt ein bisschen konservativer, noch ordentlich Punkte bis zu seinem alten All-Time-High. Der Markt ist hier relativ sauber hochgelaufen. Es gab hier tendenziell mal einen Abwärtstrend. Auch den würden wir natürlich logischerweise nicht mit der Kneifzange anfassen. Das ist nur ein korrektiven Charakter. Der Markt schnappt sich sein Hoch und ist jetzt wieder intakt. Der macht jetzt gerade das, was ich angesprochen habe. Da sind die Indexe in Amerika jetzt noch ein bisschen faul. Der Markt steht jetzt hier oben in der Bewegung und jetzt macht er Gott sei Dank jetzt mal eine Korrektur. Gut, komm runter. Dieses Runterkommen, nur mal ganz kurz, sieht jetzt so aus. Schaut euch das mal an. Das ist der DAX, stellvertretend jetzt auf eine Minute angezeigt. Klein und wirklich, ich mache das mal groß. Es geht jetzt gar nicht um den Minutenchart an sich, sondern der Markt, das ist das Hoch von gestern. Der Markt läuft also jetzt hier sehr schön, sehr sauber. Schaut mal auch in Trends Richtung Süden und korrigiert jetzt dieses Runterlaufen. Schaut mal, da ist dieses Runterlaufen. Mache es sehr gut, vielleicht noch einen Tag mehr sogar aus meiner Sicht. Und dann, wenn die Drehung kommt, dann kann man wieder dementsprechend untergeordnet auf der Long-Seite aktiv werden. Für den einen oder anderen, der wird sich jetzt natürlich die Frage stellen, ey, Moment, Moment, Moment mal, der Markt kommt doch relativ stark runter, warum kann man das nicht handeln? Kann man, klar, ist immer eine Frage, da fängt es wieder an von zeitlicher Nähe zum Markt. Kann ich das gewährleisten? Ich sage jetzt mal, solche Trends, ich mache das mal etwas größer, kann ich das gewährleisten, solche Signale, das hier wäre ein sehr schönes Signal, schaut mal, wäre auch direkt losgerannt, durchzuhandeln im Sinne von Trade-Serie. Einverstanden? Das muss ich halt gewährleisten können. Und ja, gut. Dann wäre ich soweit durch. Von meiner Seite aus, was so das Kernthema angeht. Nochmal US-amerikanische Indexe eher mehr auf der Long-Seite. Wenn die jetzt, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, es kann sein, dass wir in anderthalb, 2 Stunden hier richtig ordentlich runterkommen, richtig ordentlich. Was meine ich damit? Kein Crash nochmal, sondern einfach nur eine Korrektur. Und wenn dieses Runterkommen tatsächlich stattfinden würde, dann würde ich mich eher an die Seitenlinie begeben und würde hoffen, dass der Markt, wie gesagt, noch ein, zwei weitere Tage mal ein bisschen runterkommt. Kommt er es aber nicht, würde ich es untergeordnet immer nur ständig auf der Long-Seite versuchen. Gold weiterhin, wie gesagt, Long. Öl weiterhin Long, auch wenn es, wie gesagt, mir schwerfällt, das Ding auf der Long-Seite anzufassen. Und DAX ebenfalls, da haben wir jetzt gerade jetzt diese angesprochene Korrektur. Der Markt holt Luft, das ist einfach nur gut, ist gesund. So soll das sein. Genau. Dann noch ganz kurz, in der Hoffnung, dass das jetzt hier mit der GoToMeeting-Übertragung und der Software dementsprechend läuft.
Das ist der Trade, den ich jetzt gerade gemacht habe. Ich mache mal eben hier die Marktphase auf. Kleinen Augenblick. Die hat sich jetzt natürlich verändert. Gerade, ihr wisst, ich wollte die Marktphase 5 haben. Die stand auch gerade in der 5. Das bedeutet also, der Markt hatte hier eine Korrektur hingelegt. Wir haben also, schaut mal, ich zeige euch das, eine übergeordnete Trendgröße, eine untergeordnete Trendgröße. Da kommt also beides zusammen. Diese Nummer hier unten, ich blende mal beides zusammen ein. Ich hatte hier heute Morgen schon einen Trade, habe aber hier sehr großzügig, sehr unscharf gehandelt, bin aber trotzdem rausgenommen worden. Und dann ging der Markt heute während der Sitzung im Trading Room relativ steil nach oben. Da wollte ich jetzt nicht sofort zugreifen, konnte ich auch nicht, weil ich die Sitzung hatte. Und jetzt hat sich hier jetzt Trade ergeben. Und diesen Trade, diesen Verlauf, den schauen wir uns heute Abend mal an und gucken, was hat Gold gebracht, wie lief der weiter, warum lief er weiter, welche weiteren Kriterien gibt es vielleicht, damit der Markt weiterläuft. Da schauen wir dann heute Abend nochmal in Ruhe rein. Lassen wir uns mal überraschen. Der Markt wird jetzt hier einfach nur nachgetradet. Das macht das Add-on vollautomatisiert. Das passt soweit. Gut. Einen Hinweis nochmal. Meldet euch bitte im Newsletter an. Mir geht es jetzt überhaupt nicht um eure E-Mail-Adressen. Wenn ihr wollt, schreibt mir hinter eurem Namen im Trading Room. Also ich zeige euch das mal. Und dann machen wir das konkret. Kleinen Augenblick. So, schaut mal. Machen wir das etwas kleiner. So. Ah, guck mal, da läuft er richtig an. Sehr gut. Also, von der Verortung sind wir anscheinend richtig. Irgendwas machen wir richtig. Gucken wir heute Abend nochmal in Ruhe hin. So. Auf meine Seite markttechniktrading.de. Dann geht ihr zum Blog. Und dann scrollt ihr die Nummer runter. Und hier gibt es die Möglichkeit, sich in einen Newsletter einzutragen. Hier tragt ihr euren Namen ein. Und bitte setzt dahinter von mir aus das Wort Trading Room. Und dann ist es so, dass ich euch heute Abend also nicht ich, das macht jemand anders, lässt euch einen Link zukommen. Und wenn ihr das Wort Trading Room dahinter setzt, dann weiß ich Bescheid, dass ihr nur für diese eine Sitzung eure E-Mail geben wollt. Dann nehme ich euch auch wieder raus. Ihr bekommt sowieso keine E-Mails von mir. Ich bin nicht so der Typ dafür irgendwie. Aber dann müsst ihr euch nicht extra abmelden. Ich nehme euch dann von alleine raus irgendwie und dann ist gut. Wenn ihr nur euren Namen reinsetzt, dann kriegt ihr dann halt generellen Newsletter, aber auch hier, wie gesagt, ich komme sehr selten vor, dass ich überhaupt einen Newsletter rausschicke. Von daher, ich werde euch nicht zuspammen. So, gut, dann dürfte das durch sein. Wenn es jetzt hier keine Fragen gibt, dann würde ich sagen, sind wir durch. Oder gibt es noch Fragen? Ich scroll noch mal hier rein in die Box. Kleinen Augenblick. Okay. Der Bernhard schreibt, Anmeldefehler in Arrow Accurate. Das heißt, auf meiner Seite gibt es einen Fehler, oder was meinst du? Moment, ich trage das mal selber ein. Kleinen Augenblick. Gib mir eine Sekunde. Hallo. Teste nur mal ganz kurz was, eine Sekunde. Genau. Okay, das stimmt. Es gibt da einen Fehler. Das sehe ich jetzt erst. Ist kein Problem. Dann machen wir es einfach anders. Es wäre ja gelacht, wenn wir das Problem nicht gelöst kriegen. Schaut mal, ich gebe mir eine Sekunde. Wir machen nochmal das hier an. Ihr schreibt mir jetzt eine E-Mail und zwar an najar@markttechniktrading.de.
Da könnt ihr mir jetzt hinschreiben, schreibt mir einfach nur ein E-Mail mit dem Stichwort Trading Room. Nochmal, ihr bekommt im Nachklang gar nichts von mir. Ich sende euch nur den Link dahin und dann könnt ihr heute Abend dabei sein und dann sozusagen habe ich auch mein kleines Weihnachtsgeschenk erbracht. Dann können wir alle, die Jungs und Mädels von FX Flat, als auch ich, beruhigt schlafen dafür, dass es letztes Mal halt, wie gesagt, diesen Ausfall gab. Hier die E-Mail-Adresse, einfach nur Trading Room hinschreiben und ich schicke euch dann den Link dorthin. Gut, dann würde ich sagen, ich bin durch. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, bis heute Abend euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und bis dann. Tschüss. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Oliver, auch für die ganze Webinarreihe, die wir zusammen gemacht haben. Ich freue mich, dass wir auch in 2020 dann wieder zusammen Webinare machen. Dann okay. Werden Sie auf jeden Fall dann rechtzeitig auch nochmal, kriegen Sie die Infos dazu. Ich bedanke mich natürlich bei den Teilnehmern, die heute live dabei waren. Und wünsche natürlich auch heute Abend dann im Trading Room viel Erfolg und viel Spaß. Und insgesamt natürlich auch noch eine schöne Trading-Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch nächstes Jahr wieder dabei sind. Falls Sie in den nächsten zwei Webinaren nicht mehr dabei sind, dann wünsche ich Ihnen natürlich auch schöne Feiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Oliver, wir sprechen uns ja noch, deswegen, aber wünsche ich dir natürlich auch. Ja, und wünsche noch einen schönen Tag und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss, ciao.